der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg haben vor 10 Tagen die Ausbauarbeiten im letzten Bauabschnitt begonnen. Bis zum Abschluss der Arbeiten in voraussichtlich 3 bis 4 Monaten wird die Straße immer nur in eine Richtung befahrbar sein. Im Moment können Autos nur vom Fruchtmarkt in Richtung Altstadttunnel fahren. Die Arbeiter haben während der Bauphase alle Hände voll zu tun. Viele Arbeiten müssen von Hand erledigt werden, weil in der Straße viele Strom- und Telefonleitungen liegen. Trotz der laufenden Bauarbeiten sind die Kaufleute im betroffenen Bauabschnitt zuversichtlich. Viele Ladenbesitzer freuen sich schon jetzt auf den Abschluss der Arbeiten. Wir können im Moment noch nicht absehen, wie das mit der Baustelle wird. Freuen uns aber auf eine schönere Straße. Nur im Moment ist halt wohl die Ruhe vorm Sturm, bis dieses Bauvorhaben hier bei uns vor der Tür ist. Wir hoffen, dass die Kunden die Möglichkeit haben, in unseren Laden zu kommen, da wir auch einen Hintereingang haben und schöne Angebote in dieser Zeit. Wir warten ab und denken positiv, dass es nur besser werden kann. Aktuell laufen die Sanierungsarbeiten an den Kanal- und Hausanschlüssen. Sobald diese Arbeiten beendet sind, wird die Straße ausgebaut.